Herzlich willkommen hier beim neuen Let's Play mit mir, Pinback. Und ihr werdet den Titel nie erraten. Er heißt A Story About My Uncle. So, sah schön aus. War eigentlich recht teuer für das, dass die Spielzeit, glaube ich, sehr kurz ist. Ich glaube, 13 Euro kostet es gerade bei Steam. Aber nichtsdestotrotz werde ich es jetzt mal spielen. Beziehungsweise würde man das wahrscheinlich irgendwo auch noch günstiger bekommen. Humble Bundle oder sowas. Gibt es da immer noch eine Möglichkeit, noch ein paar Euro zu sparen. Aber egal, Spielzeit ist, glaube ich, nur ein paar Stunden. Irgendwas, also auf jeden Fall unter 5 Stunden oder 3 Stunden sogar, habe ich, glaube ich, was gesehen. Gut, nichtsdestotrotz werde ich jetzt einfach mal hier auf Continue. Ich habe doch noch gar nichts gespielt. Naja, gehe ich auf New Game. Alright, confirm. Ja. Dad? Aren't you sleeping yet? It's time for bed, honey. Dad, I can't sleep. Can you tell me a bedtime story? Alright. What do you want to hear? Something about an adventure. I think I know just the thing. When I was your age, my biggest dream was to follow my Uncle Fred on one of his adventures around the world. One day, he disappeared. Uiuiuiui. Use mouse to move and the mouse to look around. Okay, okay. Wir sind wohl ein Kind und der Vater erzählt eine Geschichte. Keine Ahnung, aus welcher Perspektive das Ganze spielt. Wir werden es wohl herausfinden. So, da ist dunkel. Das sieht ja schick aus. It lay just across the hill from where I lived with my mother, your grandmother. She had tried to keep me from going, but I wanted to see if Fred was home yet from his latest adventure. Okay. Gut, wir spielen wohl die Person, die ihr erzählt. Also sprich, sie selber in der Vergangenheit. Oh, too soon. Ah, cool. Das ist sicher alles, Fred. Keine Ahnung. Sehr hochauflösend. Sehr schick. Wie wir am Anfang gesehen haben, läuft es hier auf der Unreal 3 Engine. Was mich finde immer eine gute Sache ist. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Ein Buch. Aha. Enzyklopädie da. Egal. So, was ist das? Eine Box. Gut, nicht mehr länger rumtrödeln. Was hier? Do not forget. Turn off Turbine Oven Reactor Lights. Protective Gear is important. Uiuiuiui. Also gut, was haben wir hier noch? Grupförtechnik Schema. Das scheint wohl hier etwas Dänisch, Schwedisch, keine Ahnung, Skandinavisch zu sein. Uiuiui. Also. Forensic Science. We climbed that cave for days. Schöne Sache. Watch. Ja, so YouTube-Links gucke ich mir auch immer an, wenn man sie so notiert. Bin gespannt, was da dahinter steckt. Müsste man mal rausfinden. So. Bolt of Lightning. Naja, eigentlich nur eine 12-Volt-Batterie. Oder vielleicht 24. So. To Uncle Fred. Was ist das hier eigentlich insgesamt? Ah. Bin noch gar nicht so richtig umgeguckt. Gut, da werde ich jetzt nicht alles erkunden. Don't forget turn valve. Kleiner Steam-Witz. Der Wahnsinn. Also, scheint wohl noch nicht da zu sein. Was ist denn das hier alles? QWPO. Ja, interessant. Also, um noch dazu zu sagen, über das Spiel weiß ich so gut wie gar nichts.
Wie eigentlich immer, ich stürze mich da immer gerne so rein. Aber es sah schön aus und die Kritiken waren auch wie immer recht positiv. Und da dachte ich mir, das riskiere ich mal. So, das noch dazu. A Story About My Uncle, die Gameboy-Edition. Sehr viele nette Details hier schon in den ersten paar Minuten entdeckt. Dear Esther, das ist doch wohl... ihr seid doch Witzknoten. Dear Esther ist ja auch so ein Indie-Game gewesen. Was ähnlich ist wie dieses hier noch. Press to interact. Ja. I stepped into the lobby of my uncle. Blablabla. Das ist doch genau das, was er gerade gelabert hat, oder? Ja, ich soll wohl mit der Karte interagieren, das ist ja wohl ganz klar. Aber ich will noch ein bisschen hier rumgucken. Hier sind so viele lustige Sachen. Okay, dieses Buch hatten wir schon mal. Ups. Was gibt's noch so Schönes zu sehen? Okay. Was ist das da? Sehr lustig. Grappling Hook. Scheint wohl diese Zeichnung von da drüben hier nochmal im Detail zu sein. Keine Ahnung. New Species of Bacteria Found During Science Fair. Ja. Gut. Dann klicke ich einfach mal da drauf. Postcards from his long journeys. Greetings from Nepal, Galapagos, Kilimanjaro, the Amazon River. This was the first time he had left without a word, without sending cards. Oh. See you in another life, brother. Your brother. Das ist eine ziemlich dämliche Textzeile. So, da la. Was war denn hier schon? Eine Leiter, unglaublich. Okay. Ah, hier gibt es noch so viel anzugucken. Ja, ich bin erstmal den Scheiß hier anzusehen. Da sind hier noch ein paar dumme Witze versteckt. Diplom. Für Quantenphysik. Das ist auch unglaublich echt gemacht. So, da ist nochmal die Zeichnung von vorhin. Ja, sie benutzen schon ein paar Bilder immer wieder. Aber das ist ja ganz normal. So, dann. Was haben wir denn hier Schönes? Fantastic Fredericks Disposal System. FFDS. Mülleimer. Where does it all go? Dumpsters will dispose of anything. Where does it all go? Scheint wohl. Starlight. What? Ja. Gut. Auch ein Witz, den ich nicht verstehe. There it is again. Gut, ich vertrödle ein bisschen zu viel Zeit, habe ich den Eindruck. Mal wissen, wie es weitergeht. Bin immer hin und her gerissen. Einerseits will ich immer schon ein paar Sachen, Details sehen. Andererseits will ich auch nicht so lange rumtrödeln. Gut, das ist hier wohl Winter. Ganz schön winterlich. So. Gehen wir weiter, oder gibt es schon das nächste? Countless of times, but in the locker, which usually was closed, I found something I hadn't seen before. It was an adventure suit. It resembled the one that Fred used, but smaller in size. Der ist wohl für mich. Hier war seiner drin. Das ist wohl dieser Grappling Hook Anzug. Curiosity got the better of me, and I tried it on. Natürlich werde ich ihn anprobieren. Das ist wohl die Absicht. Coole Sache. Spannend, ob ich da irgendwas machen kann. Jetzt noch nicht. Ich denke, das wird im Laufe des Spiels erklärt und aktiviert. Oh, ein echter Plankatronic. Ja. Von Max Planck persönlich. Nur dumm, dass man den mit CK schreibt.
Geräusch. Hallo. Gut. Dann ist, glaube ich, mal Zeit weiterzugehen. Hier haben wir noch Man on the Moon. Unglaublich. Touchdown zu 6 Uhr. Flag planted. Rocks collected. Das ist mal knackig formuliert. Gehen wir hier drauf. The most mysterious room of my uncle's house was the observatory. There he kept his newest experiments. And right now it held a pad used for disposing of garbage. Uncle Fred, das ist das, was wir unten gesehen haben. Not to touch any of his things. But, as I said, I was a curious child. Und ich bin da natürlich draufgegangen. Where does it all go? Das ist ja die Frage, die sich bei diesem Müllschlucker, der sich gestellt hat. Muss der selber nicht. Ja, sicherlich so quantenmäßig Paralleluniversum. Schauen wir mal. Ah, welcome to Fred OS. Pull the lever to launch. Okay, gut. Also ich denke mal, ich habe mich ein bisschen umgesehen. Ja, ein paar billige Witze gedacht. Hier ist nochmal die Dear Esther-Anspielung. Unfassbar. Da ist nochmal im Prinzip den ganzen Text, den er jetzt runtergeleitet hat. Was steht da? The player uses the power jump with the instruction button on the screen. Ja, da steht auch drin, was ich so machen sollte. Gut, dann werden wir das mal tun. Also, auf ins Desaster. Was steht da? Starting pad. Finding target. Okay, ein paar Koordinaten. Opening dome. Da gehe ich jetzt mehr oder minder automatisch rein. Darf gespannt sein. Coole Sache. Tada! Wow! I landed with a crash, but thanks to the suit, I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me, but back then, I didn't care so much about where I was going. Or how I would get home. Das sieht ja schon mal recht cool aus hier alles. Wir haben ein paar schwebende Felsblöcke. Ein paar viele. Und was liegt hier? Noodles. Oh, das war der Rechtsklick. Okay. Mach gleich nochmal. Damit kann ich wohl hüpfen. Egal wohin ich ziehe. Mit Linksklick. Passiert. Erstmal nix. Okay. Hier ist wohl schon, vermute ich mal, mein Onkel unterwegs, weil hier was zum Mampfen rumliegt. Da haben wir das Symbol wieder, das auch das von meinem Mauszeiger ist. Interessant. Und da unten eine Funzel. Ja, kann man gar nicht oft genug machen. So. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Zwei schwebende Steinchen. Ein Alarmwecker. Sehr sinnvoll. Ein... Keine Ahnung, was das ist. Ja. Haha, ein versteckter Hinweis, eindeutig. So. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt viel zu neugierig, um zu wissen, was hier vorne so los ist. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier vorwärts. Hüpfen kann ich. Press and hold shift to run. Okay, das geht auch. Your progress has been saved. Symbol. Super. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ups. Also, wollen wir mal. Wow, der springt ja wie Drecksau. Best be careful. Das ist ja der Wahnsinn. Ich find's echt cool, dass der
alles in so einem großen Ausmaß macht. Springen, laufen. Tja, was war hier Schönes? Naja, bestimmt kann es schön werden. Noch ein Symbol. Gucken wir uns mal kurz um hier. Schön. Ich laufe einfach mal weiter. Hofft mal, dass ich nicht allzu viel was habe. Hold. Rechte Maus und charge up the suit and release the power jump. Ja, das haben wir ja schon rausgefunden. Oh, das war zu weit weg. Bin ich echt schon zu dämlich für das erste winzige Rätsel? Was ist das noch ein Symbol? Was leuchtet? Das war jetzt mehr als dämlich. So, entschuldigt meine Unfähigkeit. Sag mal. Hold to charge, muss ich da länger drauf bleiben? Bleiben wir ganz lang drauf. Ja, wenn man ein bisschen vorwärts läuft, dann klappt das auch. So, ich als alter Pro-Gamer ist natürlich wieder voll drauf. I was sure that someone had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where were they now? Ja, das war nicht nötig gewesen. Was stand jetzt hier? Chance of the Zoo and Reese while sprinting. Tja. Das war ja vorher zu sehen. Also aufgeladen, rennen wir los und tschui! Der Hammer. Ah, da ist was. Some sort of measuring tool that Fred must have built. It seemed to be done measuring though, so I took the results to give to Fred. Krass, gut. Also wenn ihr mich fragen würdet, dann ist das doch sicher ein, wie heißt das so schön? Seismograph vielleicht. Richterskala und so. So. Gucken wir mal. Da muss ich wohl hier hoch im richtigen Moment. Huiuiuiuiuiuiuiui. Dann warten wir mal kurz. Ich weiß gar nicht, ob es notwendig ist, da so viel Gas zu geben. Kann ich da einfach drauflaufen? Oh, jetzt habe ich nicht losgelassen. Na, ah, ich Idioten-Heini. Und schon bin ich tot. Und wieder da. Und darf hier nochmal den Long Jump hier machen. Den Langsprung oder was auch immer. Eppa. Ja, er sagt das nicht nochmal. Das ist schön. Machen wir anders hier. So. Ich brauche da gar nicht dieses Ding aufladen. Naja, gut. Schöne Sache. Was er normal springt, ist eh schon insane. Verrückt. Ich muss hier aufhören, denglische Begriffe zu benutzen. Das klingt dämlich. So. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn? Hammer. Komm mal darüber. Komm mal. Upsa. Ja, könnte gehen, oder? Vielleicht. Jawohl. Na also. Mehr Zeug zum Einsammeln. Well, I found a small campsite, where Fred must have slept before going further into the caves. I knew it was him, because the place was littered with empty packages of his favorite hiking foods. Canned soups, tube food, and instant noodles. Tube food? That sounds gross. Oh well, it's not that bad. One winter, Uncle Fred and I went hiking into the mountains, and we were surprised by a blizzard. We were stuck in a small cabin for 2 days, and all we ate was tube food and cold canned goulash as well. Your grandmother was worried sick, but I thought it was all very exciting. So, hat er also mit seinem Onkel schon ein kleines Abenteuer erlebt. Der Jungspund, der jetzt alt ist und diese Geschichte erzählt, die ich gerade spiele. So, da.
Da werde ich wohl nochmal hüpfen müssen. Ach, ich Depp. Was habe ich gemacht? Ich habe nicht die rechte Maustaste losgelassen, sondern ich Volldödel habe die Leertaste gedrückt. Das ist ziemlich bescheuert. Gut. Das ist irgendwie so eine Angewohnheit. Da müsst ihr mir nachsehen. Jawohl. Schon besser. So, da, da. Ja. Uiuiui. Da wird es mir schwindelig. Schöne Sache. Wohin soll ich denn eigentlich hier? Ich gehe einfach mal dahin. Ich fahre hier nicht wieder. Boah, da bist du mir schlecht, wenn du da hinguckst. Der bewegt sich so ein bisschen. Gibt es da oben noch was zu sehen? Mann! Sollte ich da hin? Nee, ich will es erstmal hier weiter. Ups. War das ein Geräusch? Okay. Ja. Hüpfen wir mal da runter. Das ist sicher eine gute Idee. Oh, das war knapp. Okay, Leiter. Darf ich dich benutzen oder muss ich... Ja, muss wohl hier. Den hier machen. Gut. The power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. Cooles Scheiße. Jetzt wird's für mich schon wesentlich leichter. Aber das geht nur an den Symbolen, oder? Stimmt. Okay. Tür. Uiuiuiuiuiui. Schönes Spiel bisher. Kann man jetzt nicht meckern. You will light up when you are in range to grapple. Grapple, grapple. Okay. Ja. Hier ist ja doof. Hier ist ja nicht wirklich was geboten. Ah, hier ist eine Möglichkeit. Schwubbeli, schwubbeli, schwupp. Okay. Dann würde ich mal sagen, zu sehen gibt es hier ja nichts. Ich könnte einfach mal da hoch hüpfen. The grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave. And I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. Ah, okay, ich habe da meinen Abdruck hinterlassen. Und was gibt's bei den anderen zu sehen? Das ist gleich nochmal ein Groß. Was ist eigentlich mit dem hier? Nein, 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 das wollte ich nicht. Danke dafür. Ups, das war dämlich. Zwei Knöpfe und ich bin überfordert. So. Jetzt arbeiten wir mal hier mal ein bisschen an auf Könner. Ja, sieht schick aus. Ah, by releasing, you will fly forward. Ja, das habe ich gerade festgestellt. Okay. Das war zu früh. Fuck! Der Meister des Fails. Na, also, das ist schon besser. Was, wenn ich mit Anlauf hinrenne? Steht doch nicht, dass das nochmal. Wow. Da hatte ich ja Glück, dass der gerade vorbeigekommen ist. Also gut. Bisher ist ja nur Gehüpfe, ne? Combine Power Jump and the Grapple to reach higher areas. Okay. Jawohl. Ups. Nur wo ich da überhaupt hin soll, das ist mir noch nicht so richtig klar geworden. Also nochmal.
Okay, wohin will ich denn überhaupt? Power Leap and the Gravel? You let me reach far off areas. Fantastic. By combining a power leap with a grapple, I could fly long distances at great speed. Aufladen, rennen, loslassen, links klicken, loslassen. So, ich lern's schon noch. Dauert nur ein bisschen. So. Was aber dann hier schön ist, da müsste ich nochmal das gleiche machen. Schätze ich mal. Also aufladen. Loslassen. Und fertig. So, das ist noch immer noch. Muss da noch zu viel nachdenken. Das sollte eigentlich aus dem Handgelenk gehen. Guter Witz, ne? Handgelenk und so. So, da ist ja auch was. Das habe ich gar nicht gesehen. Schöne Sache, schöne Sache. Das geht noch nicht. Aber. Uah, das war zu weit. Ach Gott. Nee, das war gar nicht notwendig. Hui. So, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich lang muss. Ah, jetzt da. Da ist es. Zacki. Bumsi. Das ist zu kurz. Weiß gar nicht, wieso ich überhaupt auf diese Scheiße darüber will. Okay. Ich könnte auch einfach. Probieren. Okay, bisschen mehr Anlauf geht's. Also gut. So, eins nach dem anderen. Jawohl, sieht doch schon wieder ganz gut aus. Oh, ich muss wohl da rauf. Na, da ziehe ich mich nicht lang, da sind die nur wieder im Wasser mit diesen Kackzeichen. Das kenne ich doch schon, das Spiel. So. When grappling a moving object, you will. Ja, dachte ich mir schon fast. Oh, hier ist noch so ein Gerät, höre ich gerade was piepsen. Ein Seismograph. Hier ist irgendwo was Verstecktes. Haha! Das scheint wohl was zu sammeln zu sein. So, jetzt muss ich aber hier wieder rauf. Warte mal, ist da hinten noch was? Nee. Also gut. Oh ja. Und warten, bis das Steinchen wieder kommt. Versuch mal hier zu landen. Okay. Da oben ist ja sonst nichts mehr. Dann. Die kann ich noch nicht erreichen. Ich könnte versuchen. Na, ich muss wohl erstmal darauf zugehen, oder wie sehe ich das? Ach, ich war einfach anlaufen und springe darüber. Das wird schon hinhauen. Was hat das jetzt gerade hier? Ach, da ist ja eins. Ach Mann. Ja gut. Ich Dödelkopf. So. Sollte doch reichen, oder? Na, so weit links. Bin ich denn jetzt wieder? Jawohl. So, da la. Hui. Oh, ich sehe gerade, wir haben schon ordentlich Zeit verspielt hier. Das ist ja unglaublich, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so schnell vergeht. Und deswegen sage ich, hüpft mal fröhlich weiter. Wir sehen uns in Folge 2. Bis dahin.